Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind im flauschig-lauschigen Frankfurt am Main und sehen hier nochmal den ICE. Und jetzt möchte ich hier nochmal eine Strecke machen, damit wir hier wirklich nochmal ein paar Züge hinkriegen. Und so habe ich mir gedacht, wir könnten nach St. Pauli. Aber wir gehen nicht direkt nach St. Pauli, sondern via Mörel. Da unten haben wir nämlich einen Bahnhof und da haben wir, glaube ich, erst eine Linie, wenn ich mich nicht täusche. Von Mörel geht es dann nach St. Pauli und hier wieder zurück. Gut, jetzt die Gretchenfrage. Schön, Güterzüge. Sogar die Köf sind unterwegs hier. Oh, hier oben auch auf der Brücke. Jawohl, genau so muss das sein. Sauber. Aber wir müssen zum Personenbahnhof. Wo kommen wir denn hier noch wie irgendwie raus? Ich gucke mal schnell wegen den Linien. Da sehen wir relativ schnell. Wir haben hier eigentlich freie Gleise. Hinten kommt da keiner rein. Ja, das würde man mit denen hier gehen. Und dann düsen wir hier nach vorne und werden hier irgendwie rüber düsen, dass wir nach da unten kommen. Das wäre wahrscheinlich tatsächlich sogar etwas für eine Brücke. Ich schau mal schnell. Ich schnapp mir ein Gleis. Gerne ein schnelles. Weil ich weiß noch nicht, was das für ein Zug gibt. Das werden wir dann sehen. Oh, geht das gar nicht? Weil das hier so holprig ist. Moment, muss ich da gerade raus? Ich guck mal, irgendwie muss man ja rauskommen. Oh, aha, was sind das denn? Ach, so geht's, okay, aber ich komme da nicht weiter. Ich komme hier nicht runter. Ist ja interessant, okay, das muss man irgendwie völlig in einzelnen Schritten bauen. Ich wollte gerade sagen, was macht das für einen Sinn, hier ein Gleis hinzusetzen beim Bahnhof, wenn man da nicht rauskommt? Also so geht's tatsächlich nicht. Wenn ich das in einem Stück bauen will. Okay, dann machen wir das halt in zwei Stücken. Komme ich hier irgendwie? Nee, geht auch nicht. Ist ja tatsächlich irgendwie ein bisschen seltsam. Hier ging es, glaube ich. Da, so. Kann ich das jetzt zusammenhängen? Ja, das geht. Okay, dann nehmen wir das Gleis natürlich auch noch mit. Und das funktioniert genau gleich nicht. Wenn ich es so mache, das geht, glaube ich, überhaupt nicht mit dem zweiten Gleis. Okay, ohne Kontakt. Geht auch nicht. Komisch. Also das finde ich tatsächlich merkwürdig. Ja, hier hat es halt natürlich irgendwie so eine Wand. Sprich, ist klar, hier kann das Gebiet nicht umgeschaufelt werden. Deswegen. So wird es noch gehen. Aber sieht das nach was aus? Ja, jetzt ging es doch gerade. Come on. Wenn ich hier den mache. Nee, das hat keinen Einfluss. Hier können eigentlich einfach keine Erdarbeiten gemacht werden. Deswegen funktioniert das nicht. Eben wegen dieser Wand hier. So geht's, dann wird dort aufgeschüttet. Ich mach das mal noch. Komme ich dann hier rein? Nee, denkste. Okay. Ich gehe mal hier raus. Ja, nee, mach ich auch nicht. Okay, gut, das fängt ja schon gut an mit der Strecke, aber das war eigentlich klar. Also nicht, dass wir hier nicht freie Gleise bauen können. Sondern es war klar, dass das nicht von heute auf morgen hier gleich passiert, dass wir hier gut rauskommen. Jetzt geht's wieder nicht. Schütte auf, mein liebes Spiel. Oh, schütte doch auf. Doch, es schüttete nicht, das Spiel. Da. Komme ich so hier rein? Nee, geht auch nicht. Ach, Halleluja. Okay, dann gehe ich eben doch mal raus. Bis hier hin. Kappe das nochmal. Und jetzt muss ich halt von hier her irgendwie gucken. Ah, jetzt haben wir wieder noch tatsächlich ein Autosave. Jo, mach hin. Ich bin hier beschäftigt und ich liebe es hier so rumzubasteln. So. Ja, nein, auch nicht. Schade, okay, blöd, weil irgendwie möchte ich ja das zweite Gleis hier noch anschließen. Ja, da ist wieder die Krümmung zu groß. Wenn ich das jetzt nochmal wegnehme, dann kann es anders krümmen. Sobald ich dann hier hinkomme, ist Feierabend. Das geht, aber von hier aus kommt, geht's nicht. So geht's. Ja, kriegen wir schon hin. Hehe. Manchmal ist es auch ein bisschen üben, machen und tun. Und jetzt ist das natürlich ein bisschen eine komische Gleisdingens, finde ich. Eine Ausfahrt, aber es klappt ja. Jetzt ist halt die Frage, wie machen wir das? Wir wollten auf eine Brücke. Da müssen wir fast irgendwie zuerst wieder zusammenkommen. Aber kann ich das so machen? Wird das hier zur Brücke? Das müsste zur Brücke werden. Ich mache mal die Brücken separat. Man sieht, das geht sonst gar nicht. Okay, aber das geht irgendwie auch nicht. Mit M? Nein, mit dem passiert auch nichts. Gut, das können wir wieder kappen. Hatten wir hier überhaupt Steigung? Jetzt habe ich genau ein bisschen zu viel gekappt, glaube ich. Ah, doch, es geht noch. Wenn ich hier Steigung habe, jawohl. Wenn ich jetzt nämlich hier ansetze, man sieht es, dann wird auch eine Brücke draus. Und das klappt sogar so weit. Ja, jetzt ist halt die Frage, welche Brücke? Das gibt nicht einen Güterzug, das gibt sowas in der Richtung. Ich möchte aber, dass sich das farblich anpasst hier.
Das wäre dann plus minus diese Brücke. Machen wir mal. Jawohl, da komme ich auch raus. Jetzt muss ich aber nochmal eine Kurve haben, damit wir hier wirklich vernünftig rauskommen. Gehe hier nochmal ein bisschen runter. Würde man sagen so. Ja, oder sogar ebenerdig so. Okay, passt. Ja, ja, geht doch. Wir kommen doch raus. Aber eben, jetzt ist, jetzt ist ein bisschen die Frage, wie kommen wir in das Gleis rein? So schon mal nicht. Mit der M? Nein, mit der M geht es auch nicht. Wenn ich hier, zack, 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 diesen hier mache, geht auch nicht. Wir müssen vielleicht kreuzen hier. Dann haben wir aber das Problem, dass hier eine Weiche ist. Wenn ich hier unten durchdüse und separat rausgehe, wir kommen hier halt in fremdes Gleis rein. Das ist auch nicht ideal. Und wenn wir es nur eingleisig machen, das wäre eine Möglichkeit. Das ist ganz klar, dass wir hier eine Weiche haben. Mal gucken, ob das geht. Ja, wunderbar, beziehungsweise nein. So geht's. Da hätten wir die Weiche. Das würde also klappen. Dann hätten wir dieses Gleis hier aber gar nicht mitnehmen müssen. Ja, dann machen wir es so. Oder soll ich nochmal schnell gucken? Ich glaube, wir haben Zeit. Was soll's? Was soll die Hetzerei? Das muss jetzt nicht von heute auf morgen geschehen, dass wir die Strecke haben. Es wäre schöner, hier mit dem zweiten Gleis irgendwie doch noch rüber zu kommen. Steigung zu groß. Schade, das wäre irgendwie, das würde eigentlich so weit, wenn es irgendwie ginge, würde es, dann täte es, würde es, hätte es. Nee, doch nicht. Schade. In die Richtung bringt es halt auch nichts. Dort fahren schon Züge, das ist mit Gleis versperrt. Aber anders wird es nicht gehen. Höchstens, ich könnte hier halt einen anderen Bogen machen, aber der Bogen wird halt wieder beschränkt durch diesen Knubbeldingens hier, den man nicht bewegen kann, weil hier die Mauer ist. So wird es gehen, zumindest. So wird es gehen. Ja, aber das bringt uns überhaupt nichts. Ich teste jetzt mal ein bisschen. So wird es gehen. Okay. Komme ich hier rein? Oh, schaut mal. Doch, doch, das geht sogar. Zack, machen wir. Dann das kommt wieder weg. Oh, nee, das kommt nicht weg. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich die Strecke zerstört. Moment. Oh, die IC-Linie. Okay. Ah, ich habe irgendwie ein Gleis erwischt von der IC-Linie. Aiuto, rufen die Italiener in solchen Fällen. Heißt so viel wie Hilfe. War das so? Es muss eigentlich so gewesen sein. Wir haben hier kein weiteres Gleis mehr. Oder war das hier die Einfahrt für den IC? Ich habe hier das falsche Gleis erwischt. Moment. Nein, machen wir nicht so. Machen wir anders. Ich kapp das mal nochmal. Das geht gar nicht. Okay. So geht's. Mal gucken, ob die Linie wieder funktioniert. Jawohl, jetzt klappt's wieder. Okay, das hätten wir berichtigt. Jetzt nochmal kurz testen. Ja, jetzt habe ich das richtige Gleis. Jetzt funktioniert das Ganze. Dann können wir das wieder wegnehmen. Na also, geht doch. Es ist natürlich einfach ein bisschen ein Üben. Und das sieht nicht mal schlecht aus. Das ist nämlich parallel plötzlich. Plötzlich funktioniert das hier mit dem Aufschütten. Sehr schön. Gut, wir düsen hier rüber. Also jetzt haben wir wirklich ein Momentchen gebraucht, das ist klar, aber ich wollte, oder ich habe vorher schon gesagt, das wird ein Momentchen dauern, bis wir hier rauskommen. Das ist ganz klar, das ist ja so zugebaut. Und wir können nicht einfach ins Grüne rausbauen, dann blockieren wir die anderen Züge, die hier rein und raus wollen, noch mehr. Das muss ja auch nicht sein. Also hier geht es über den Hybrid rüber. Sieht man, der ist hier unterwegs, eigentlich kann ich jetzt auch da laufen lassen. Fährt genau in die falsche Richtung, okay. Also ich wollte halt sehen, wie der unter der Brücke durchfährt, aber okay. Wenn er nicht will, der hat schon, man kennt. So, also diesen und dann ab nach Mörel. Das ist dort hinten. Das heißt, wir könnten hier auf die Erde zurück. Das ist nicht mal können, sondern sollen. Ganz einfach, weil dort haben wir eine Brücke. Wenn ich das hier noch aufschütte, gefällt mir zehnmal besser. Machen wir. Sogar mit grünem Gleis. Und jetzt könnte ich eigentlich mal wieder das automatische Paralleltrack-Dingens anmachen. Mal gucken. Nee, aber in den Tunnel rein möchte ich dann doch nicht. Können wir hier ein Gleis haben? Können wir? Geht noch nicht. Bis hierhin geht. Das ist aber ein Bahnübergang. Das würde heißen, dass wahrscheinlich das Parallele wieder nicht funktioniert. Das werden wir gleich wissen. Machen wir hier die Kurve. Zack. Ja, das klappt dann nicht. Dann klappt es aber hier auch nicht. Also nicht, dass wir jetzt ein drittes Gleis produzieren. Nein. Gut, aber jetzt wird es klappen. Wenn ich das jetzt hier so unten durchziehe. Gerne auf dem Boden. Ein bisschen aufgeschüttet. Ja, schütt mal. Okay, das ist aber ordentlich aufgeschüttet. Kriege ich das nicht anders hin? So, hier weiter runter. Ja, jetzt sind wir wieder auf dem Boden zurück. Die Ausrichtung stimmt immer noch ungefähr. Wir wollen ja dort zum Bahnhof. Ich habe aber Paralleltracks. Das geht irgendwie nicht. Vielleicht wegen den Pfeilern? Ich weiß es nicht.
Bahnhof, Bahnhof. Der ist hier unten. Wir müssen mal gucken wegen einem Gleis. Das hier ist der Güterbahnhof. Das hier ist der Personenbahnhof. Auch wenn hier das ist natürlich ein bisschen verwirrend. Aber es zählen natürlich die Plattformen, nicht die Zeichen hier oben. Die sind immer gleich. Also Linien. Und da sehen wir schon, wir haben eigentlich keinen Platz mehr hier. Das heißt, wir müssen hier anbauen. Das können wir aber auch machen. Das ist ja eh keine ewig weite Strecke. Wobei, nee, das ist falsch, weil wir wollen ja noch weiter nach St. Pauli. Also das gibt doch eine längere Strecke. Ich hätte sonst einen ganzen kurzen Zug genommen. Dann hätten wir hier einfach ein kurzes Gleis setzen können. So wird das eher schwierig. Wir könnten natürlich auf der Seite nochmal eine Plattform machen. Ja, ich würde sagen, das wäre die Lösung. Okay, wir konfigurieren dich. Wir brauchen eine Plattform. Dann machen wir auf der anderen Seite den Bahnhof. Das wäre dann... Nee, das ist Cargo. Wir brauchen das hier. Kollision. Aha, womit denn? Echt jetzt? Mit dem Anschluss dort vorne. Müssen wir den Bahnhof nochmal neu anschließen. Das geht so nicht. Gut. Ja, machen wir. Machen wir kurz Pause, weil wenn wir hier den Anschluss sozusagen kappen, dann findet der Zug seinen Weg nicht mehr. Konfigurieren. Nochmal kurz eine Plattform schnappen und gucken. Immer noch eine Kollision. Womit kollidiert es denn jetzt? Gibt's doch nicht. Hä? Das muss doch funktionieren. Hier hinten geht's auch nicht. Wir kollidieren hier mit allem. Das ist interessant. Das ist einfach ein Güterbahnhof. Das muss doch möglich sein, dass ich hier nochmal ein Gleis hinmache. Finde ich jetzt spannend. Also ein Gleis funktioniert wahrscheinlich. Eigentlich, ich wollte aber eine Plattform. Aber wir können natürlich auch zuerst das Gleis machen. Wenn das geht, das werden wir gleich sehen. Das würde ich jetzt auch nicht beschwören. Ne, da seht ihr. Kollision. Womit kollidieren wir? Hier ist rot. Okay, das geht nicht. Auf der Seite geht es auch nicht. Das funktioniert komplett nicht. Ich kriege hier kein Gleis mehr hin. Wie doof ist das denn? Da müssen wir eine andere Lösung finden. Jetzt werde ich aber zuerst kurz diesen Bahnhof, glaube ich, wieder anschließen. Sonst kriegen wir dann von dort die Briefe. Das muss ja auch nicht sein. Machen wir Land. Jawohl, das wäre die richtige Straße. Zack, haben wir wieder angeschlossen. Kriege ich hier irgendwie ein Gleis hin? Das können wir im Prinzip auch asymmetrisch machen. Sprich, dass wir eben das Gleis ein bisschen länger machen, als der Bahnhof eigentlich wäre. Auch Kollision. Ich kriege hier bei dem Bahnhof überhaupt nichts mehr hin. Das ist ja ganz interessant. Okay, gut. Dann müssen wir es tatsächlich anders machen. Aber braucht jetzt ein Städtchen wie Mörl? Ich meine, das ist jetzt nicht die Weltstadt schlechthin. Ja, brauchen die allen Ernstes einen zweiten Bahnhof? Ich würde sagen, ja, weil wenn der hier nicht mehr funktioniert, dann kriegen sie einen neuen. Ganz einfach. Das ist halt der alte Bahnhof. Das kenne ich hier aus meiner Stadt. Da haben wir das Gleiche. Da haben wir einen alten Bahnhof am See und haben einen großen, ja, ein bisschen weiter weg am See. Und das ist dann eben der größere neue Bahnhof. Ja gut, warum nicht hier in den Wald rein? Machen wir hier doch nochmal einen Bahnhof hin. Gebäude. Was passt hier hin? Irgendwie was Älteres. Da könnte hier das Jahr natürlich nochmal umstellen. Ja, wobei ich habe gesagt, das ist hier eigentlich der alte Bahnhof. Oder sollen wir hier einen alten hinstellen? Finde ich eigentlich fast besser. Das können wir folgendermaßen machen. Wir ändern hier das Datum. Machen wir mal 1920. Okay, da sind neue Fahrzeuge verfügbar. Man sieht, das sind alles ältere. Das kann man tatsächlich machen. Ich finde es sehr gelungen, dass da das Spiel nicht abstürzt. Wenn man einfach hier die Jahreszahl verstellt. Weil jetzt haben wir eben den Effekt, jetzt müssen wir die alten Bahnhöfe wieder haben. Machen wir hier mal Personen, Moment, Gebäude. Da haben wir sie doch. Da sind sie, die alten Bahnhöfe. Den Kopfbahnhof würde ich nicht machen. Ich würde den hier nehmen. Machen wir hier aber gleich mal vier Gleise, weil auch früher fuhren hier natürlich ein paar Züge rein. Länge 2,40, testweise. Ob wir den irgendwie hier vernünftig hinkriegen. Und dann können wir hinten eigentlich auch nochmal durch die Stadt rausdüsen. Nach St. Pauli, weil dort haben wir schon Gleise. Wenn wir den irgendwie so... Machen wir den hier hin. Zack, da müssen wir natürlich bei den Buslinien dann noch gucken. Oder, ja, lass mich den mal ganz drehen. Dass wir von der Richtung her dann die Straße machen. Und die andere dort können wir eigentlich kappen oder wir führen die den Gleisen entlang. Wäre auch eine Idee. Machen wir ein bisschen runter, weil wir da oben mit den Gleisen noch raus müssen. Ja, der kommt mal hier hin. Jetzt guck mal, das ist nämlich ein schöner alter Bahnhof. Dann ist das halt der alte, der erste Bahnhof von Mörl und das hier ist der neuere. Jetzt sollte man aber nicht vergessen, dass wir hier wieder umstellen. Wohin ist eigentlich egal. Huch, nicht fahren. Moment. Einfach wieder in die Neuzeit, damit das alles wieder seine Richtigkeit hat. Plupp. Passt. Dann funktioniert das wieder. Also, wir haben den Bahnhof. Sehr schön. Neuer Bahnhof in Mörl. Und dann lassen wir aber die Straße. Ich würde sagen, wir machen hier eine städtische hin.
die irgendwie so hier lang düst. Okay, das macht sie dann. Sie folgt hier dem Gleis. Sie folgt hier dem Gleis. Danke. Macht hier eine Kurve. Zack, und geht dann da rein. Das ist jetzt aber keine städtische. Das müssen wir nochmal kurz ändern. So. Damit hier auch je nachdem noch gebaut wird. Gut, passt. Wir hätten eine städtische Straße. Stimmt das? Jawohl. Sehr gut. Und jetzt brauchen wir aber hier natürlich noch einen Anschluss. Wir brauchen nochmal eine städtische Straße. Nicht ein Gleis, eine städtische Straße. Vielleicht sogar ein bisschen breiter. Irgendwie so. Da hat man im Laufe der Zeit die Straße dann halt ein bisschen ausgebaut. So, hier rein. Und ja, das geht dort auch rein. Das passt auch schon. Sauber haben wir. Jetzt würde ich sagen, bevor wir die Züge machen, werden wir hier noch kurz die Buslinie modifizieren. Da brauche ich aber hier erst noch ein Bushalte-Dingens. Gebäude. La Bushaltestelle. Da könnte man eigentlich wieder was Moderneres nehmen. Also was Neueres. Bus-Tram-Station. Das klingt doch gut. Bist du... okay. Ist eher groß. Ja, müssen wir auch mal noch verbraten. Haben wir, glaube ich, auf der Anlage noch nicht. Haben wir sonst noch was? Das Teil. Das würde eigentlich gehen, glaube ich. Oder täuscht das? Ich drehe es mal. Ja, dann müssen wir dort die Häuser opfern. Das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Nämlich sowas in der Richtung. Das ist dann natürlich wieder eine zusätzliche Straße. Passt hier auch nicht hin. Dann machen wir, würde ich sagen, den Klassiker. Oder wir machen das Teil. Das würde hinpassen. Das passt je nachdem. Vielleicht, wenn ich es ein bisschen ranziehe. Ja, und sonst werden dort zwei Gebäude gekappt. Wisst ihr was? Dann kappt mal. Jetzt wird nur ein Gebäude gekappt. Zack. Weil ich möchte hier eine schöne Bushaltestelle haben. Bei diesem alten Bahnhof. Ach, das ist ein Burger King. Okay, das darf ich, glaube ich, sagen. Es gibt noch McDonald's und es gibt noch ganz viele andere leckere Hamburger-Kreierer. Nicht, dass das dann irgendwann als Werbung hier ausgelegt wird. Gut, das würde passen. Jetzt brauche ich die Linie. Nicht Fahrzeug verwalten. Nein, das war schon mal falsch. Ich brauche die Linie. Die haben wir hier oben. Ne, das ist ja die LKW-Linie. Wir haben hier aber schon Busse irgendwo. Ja. So, Bus Mörel. Wir sehen. Wo fährt der lang? Von der 2 zur 3. Das heißt, er müsste hier hin. Linie verwalten. Und zwar jetzt. Okay, und zurück von der 10 zur 11. Das wäre nach dem Kappelweg. Zack, hier lang. Dann haben wir das schon. Passt. Gut. Das hängt schon dran. Jawohl, das hängt dran. Somit haben wir die Buslinie bereits geschafft. Wenn man hier so guckt, der Bahnhof ist ein bisschen überladen, aber die Buslinien, die funktionieren. Also sprich, wir haben hier nicht überall 10.000 Leute an den Haltestellen. Das kann man so machen. Gut, hier das Gleis. Ich werde das Gleis hier schon mal ein bisschen weiterziehen. Wisst ihr warum? Ganz einfach, damit die Stadt nicht auf die Schnapsidee kommt, hier wieder alles zuzubauen. So, machen wir hier schon mal irgendwie so ein kleines... Oh, jetzt habe ich hier tatsächlich das Ganze wieder aktiviert gehabt. Wir machen hier so ein kleines provisorisches Vorfeld, Gleisvorfeld. Und dann können sie nicht bauen. Ganz einfach, weil die Gleise natürlich eine Kollisionsabfrage haben. Dann funktioniert das. Okay, komme ich jetzt hier allen Ernstes nicht mehr? Doch. Bis hierhin komme ich. Funktioniert. Und wie wir dann hier rausgehen, das gucken wir dann, wenn wir hier angekommen sind. Weil wir müssen erstmal mit den Gleisen noch hier rein. Wenn wir jetzt mal schnell schauen, wir sind hier hinten stehen geblieben. Da müssten wir hier noch rüber, das würde für mich heißen. Wir bräuchten hier noch eine Brücke, allerdings nicht hier, weil dann kommen wir dort nicht ins Gleis rein. Wir müssen von hier aus nach hier. Ja, müssen wir hier halt einen Schlenker machen, das ist ja kein Ding. Gut, über die Straße geht es aber wahrscheinlich mit einem Bahnübergang, oder sollen wir das tatsächlich auch mit einer gewissen Höhe machen? Ja, ich muss das, glaube ich, allen Ernstes tatsächlich noch mal ein bisschen höher haben. Jetzt wird eine Brücke draus. Das irgendwie so hier hinsetze. Das ist halt die Frage, komme ich von hier dort in die Gleise rein? Oder ist das zu hoch? Das hätte doch was. Zusammen mit diesem alten Bahnhof, da muss ich gar nicht überlegen. Die Frage ist halt nur tatsächlich, ob wir in die Gleise reinkommen, von der Höhe her. Ich baue es mal. Dann wissen wir es gleich. Nee, das klappt irgendwie... extrem nicht. Da sind wir zu hoch. Da müssen wir was anderes machen. Wir machen das folgendermaßen. Ich kappe das nochmal. Das geht ja schnell. Und mache die Brücke hier hin. Da müssen wir hier nochmal ein bisschen abreißen und früher in eine Kurve reingehen. Also, das würde heißen, eine richtig schöne Steinbrücke von hier. Moment, da muss ich erst die Höhe nochmal bestimmen. La Höhe, wo haben wir sie? Moment.
So, irgendwie so hier rüber. Stein. Und dann eine Kurve machen. Zack. Das wäre dann so. Ungefähr auf Höhe des Gleises, sagen wir mal so. Und von hier geht's da rein. Da ist immer noch die Steigung zu groß. Das kann ja nur ein Scherz sein. Echt jetzt? Moment. So, wenn wir hier runtergehen. Ja, das müsste gehen. Wenn ich hier so runtergehe, dann müsste es eigentlich funktionieren. Denkst du, das ist tatsächlich immer noch irgendwie zu hoch? Ja, come on. Okay, blöd. Aussehen würde es nämlich relativ nett, wenn es sich drehen würde. Ja gut, dann müssen wir halt früher runter. Wir müssen hier wesentlich flacher reinkommen. Also so, das ist eigentlich schon das Maximum, was ich hier machen kann. So, und hier nochmal runter. Dann kommen wir hier sogar auf die Straße. Das funktioniert also nicht. Gut, dann muss ich hier nochmal ein bisschen Höhe haben. Mit M. Jetzt komme ich hier wieder nicht rüber. Jetzt sind wir zu weit unten. Ja, Halleluja. Okay, wisst ihr was? Wir machen es von der Seite her aus. Wobei, das geht nicht. Ne, von hier her geht es nicht. Ich muss es von der Brücke her machen. Also, nochmal testen. Steigung zu groß. Klappt also nicht. Höhe wechseln. Soweit nur die Brücke. Wird nochmal ein bisschen Weg. Ja, weiter runter kann ich nicht. Ja, es ist zu hoch. Ja, man sieht es eindeutig. Es ist definitiv zu hoch. Also wenn wir hier eine Brücke machen, das geht nicht. Aber wie kommen wir denn sonst hier vorbei? Ich nehme es nochmal weg. So, und ich dachte, in Frankfurt ist es schwierig rauszukommen. Nee, es ist schwierig, hier in Mörel reinzukommen. Fehlermeldung, habe ich irgendwo ein Gleis gekappt? Ach, eine Straße. Ja, die könnt ihr wieder haben. Das ist immer die kleinste Übung. Zack, diesen. Mal gucken. Falsche Straße. Richtige Straße. Pling, und weg ist das Ding. Ja, sonst machen wir es halt so, dass wir hier erst die Ausfahrt machen. Das wäre natürlich auch eine Idee. Dass wir das von der anderen Seite tatsächlich doch von hier her kommend angehen. Mit Höhe. Oder hier geht es halt erst tatsächlich über den Bahnübergang. Nämlich so. Da komme ich hier aber nicht mehr auf eine Brücke rauf. Außer ich mache irgendwie eine fürchterliche Kurve. Das könnte man natürlich auch machen. Es ist ja nicht verboten, hier eine fürchterliche Kurve zu machen. Oder komme ich hier vielleicht sogar mit M schon auf eine Brücke? Nee, komme ich leider nicht. Ich kriege hier die Höhe nicht hin. Also gut, wir kommen dort nur rein, wenn wir hier einen Bahnübergang haben. Ich denke, das haben wir jetzt festgestellt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das genau machen. Dass wir dort dann rüberkommen. Hier. Ich würde tatsächlich sagen, wir generieren ein bisschen Weg. Nämlich so. Und gehen dann wieder zurück. Je nachdem, die Straße, die muss hier weichen. Weil wir kommen hier eigentlich schon über die Straße rüber. So, und ich möchte jetzt einfach diese Brücke haben. Das geht dann wieder nicht. Mit M geht auch nicht. Müssen wir es doch so machen. Jawohl. Und dann düsen wir hier wieder zurück. Und jetzt hätte ich es gerne aber irgendwie so. Jawohl. Passt. Nehmen wir. Kommen wir dort ins... Ja, da kommen wir mit Sicherheit ins Gleis rein. Ah, schön. Funktioniert. Jetzt ist nur noch die Frage, lassen wir das hier auch als Brücke? Ja, ich würde das lassen. Ich würde hier tatsächlich nicht aufschütten. Ich finde das viel schöner. Gut. Machen wir. So, mitnehmen. Ich hoffe, ich bin halbwegs auf der richtigen Seite, beziehungsweise das funktioniert überhaupt. Ja, mal schauen. Das kann sein, dass es wegen der Straße dort ein Problem gibt. Aber das können wir auch, wenn wir das in kleinen Schritten machen. Ja, wollte gerade sagen, dann funktioniert das eben tatsächlich auch problemlos. Und Halleluja, wir sind auf der falschen Seite. Werden wir kurz korrigieren. So, da rein. Da ist dann allen Ernstes die Krümmung zu groß. Es wäre jetzt aber auch zu schön gewesen, wenn das jetzt auf Anhieb geklappt hätte. Mal gucken, ob es so geht. Jawohl, so klappt. Und so klappt es in die Richtung nämlich auch. Zack, passt. So, da haben wir sie. Die Brücke von Mörel. Fertig ist das Prachtstück. Also mir gefällt es. Es ist wirklich etwas Altes. Und ich meine, die Strecke, die führt hier zu einem alten Bahnhof. Dem hier. Das ist eigentlich genau das, was ich wollte. Perfekt. Gut. Dann hätten wir das. Von Frankfurt aus hierhin sind wir jetzt gekommen. Wir brauchen hier dann noch Weichen, Signale, wir müssen die Linie einzeichnen. Ich würde aber tatsächlich zuerst dann gucken, dass wir hier auch wieder rauskommen, weil wir wollen ja noch nach St. Pauli mit der Linie. Und das werden wir morgen machen. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis denne. Tschüss.